Unsinn, zwei Achser, drei Seitenkipper, Rapsdicht. Sieht ja ganz gut aus. 3.200 € nur. Was? Betriebsnachfolger gesucht. Was? Nee. Das glaube ich ja jetzt nicht. Also da muss ich gleich mal vorbeigucken. Nee. Niemals. Also da wüsste ich ja Bescheid drüber. Nee. Das muss ich dem Vater erzählen. Ach, moin Leute, ihr seid ja auch schon da. Ja, ich war gerade ein bisschen auf eBay, Kleinanzeigen. Ja, unterwegs habe ich gesehen, Hofnachfolger gesucht. Weißt du, wo ich das gesehen habe? Ich habe es euch zwar nicht erzählt, aber Bernd und Beate, die sind ja also umgezogen von Stappenbach, noch ein paar Dörfer weiter und hat da einen neuen Betrieb halt gekauft. Und jetzt habe ich gerade gesehen, Betriebsnachfolger gesucht wegen Altersschwäche. Also, da wüsste ich ja von was. Also, da muss ich aber gleich mal vorbeigucken. Ich berede das mal kurz mit meinem Vater. Wir sehen uns gleich wieder. So, ich habe mich jetzt schon auf den Weg gemacht. Ja, ich will jetzt dahin, so schnell wie es geht. Ja, ich habe es mit Gerd beredet über Nacht. Also, ich bleibe vielleicht wahrscheinlich dann über Nacht weg. Bin dann gegen 20 Uhr da. Ich habe halt schon mal angerufen da und ja, ich komme halt da noch mal hin und dann gucke ich mir das die ganze Sache mal an. Warum, wieso, weshalb? Es ist ja immer noch die Verwandtschaft, ne? Und was dann da jetzt genau ist. Und ja, wie gesagt, über Nacht kann ich wegbleiben. Gerd und Anneliese, die kriegen das hier hin. Und ja, sonst auf dem Feld arbeiten, sind alle fertig. Gut, wir sehen uns drüben wieder. Bis Lex. Bestimmt bin ich gleich da, das hat ja jetzt schon ewig gedauert. Ich fahre ja jetzt schon ich habe jetzt über Nacht hier. Ja, fahre ich auf einer Raststätte und ja, jetzt fahre ich schon ewig hier durch die Walla Pampa, alter Junge. Das gibt's nicht. Und jetzt bin ich hier irgendwie in so einem Hinterland. Lauter Berge und kalt und Junge, Junge, Junge. Da bin ich ja mal gespannt. Oh, aber der Rodeo hier, damit bin ich zufrieden. Der geht. Oh, komm, jetzt siehst du. Und nicht so schnell. Nicht, dass hier irgendwo in Bayern noch ein Blitzer steht. Naja, so. Oh, habe angerufen, ich bin gleich da. Laut Navi sind es nur noch 5 Kilometer. Naja, habe ich ja mal gespannt. Oh, ja, hier steht bestimmt nichts. Kann ich ein bisschen Gas geben. Oh, aber die Landschaft hier, die ist ja gar nicht so verkehrt. Mensch, das sieht ja ganz gut aus. Also, da gibt es schlimmere Ecken. Aber irgendwie Verkehr ist hier auch nicht. Naja, hier will ja auch keiner hin. Nein, Spaß, hier ist eine sehr schöne Gegend, aber irgendwie, also. Ach, da unten. Ja, wo muss ich denn jetzt nochmal lang? Boah, ich glaube, wir können geradeaus fahren. Ich weiß es nicht. Ich glaube, hier sind wir richtig. Ich weiß es nicht. Oh, Heini, gib mir mal Gas da vorne. Opa, ja. Gleich geht.
Kirche los, 16 Uhr. Muss nichts Kirche, naja. Oh, den habe ich schon mal. Komm, da kommt keiner, das sehe ich doch. Zack. Oh, Junge, hier ist aber Schepp. Oh, Getreide steht auch ganz gut. Wir spielen das hier ein bisschen versetzt Frühling, weil damit das alles so ein bisschen, ne, passt, weil so ein bisschen abwechslungsreich ist, nicht, dass wir dann nur einen ganzen Tag dreschen oder einen ganzen Tag grubbern oder was auch immer, ne? Deswegen. Ja. Ah, du, das steht hier echt nicht schlecht. Das sieht ja ganz gut aus. Ich habe auch gehört, das soll ja alles Bio hier sein. Naja, gut, von Bio bin ich ja nicht so überzeugt, aber ja, naja. Bitte biegen Sie rechts ab. Okay. Da bin ich mal gespannt. Sie erreichen Ihr Ziel in 200 Metern. Okay. Ja, das Navi hat eine ziemlich seltsame Stimme, aber ja, läuft, ne? So, da oben müsste das Wohnhaus sein. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Ja, denk schon. Sieht so aus, ne? Oh, Mensch, hier steht ja der ganze Fuhrpark. Naja, liebe Leute, aber ich will jetzt einfach mal hier mit denen reden und mich mal an den Kaffeetisch setzen und mal gucken, was sie hier zu sagen haben und dann seht ihr mehr. Ach, so ein paar Kühen hier beim Fressen zuzugucken, das ist doch was Feines. Ja, ich hab gehört, Beate, ja, die macht das im Moment allein hier, weil Gerd ist wieder im Krankenhaus mit dem Knie. Ihn hat eine Kuh gedämmelt und es sieht so aus, als ob er danach nicht mehr könnte, so wirklich. Und deswegen hat sie gesagt, noch, dann wollen sie es jetzt aufgeben. Sie wollen hier wohnen bleiben und sie suchen einen Nachfolger, der das hier macht, also ein Verpächter, sozusagen, also einer, der es halt, ja, an den es verpachten. Und habe ich mal gefragt, ja, wie sieht denn das denn aus? Ich bin ja nur, ne, mit euch verwandt und ich würde, also wenn ihr wen sucht, also ich würde es gern weitermachen, ne? Weil sie haben ja keine Kinder, ne? Und ja, haben so gesagt, warum nicht, ne? Sie haben uns ja damals zu Stoppen gemacht, schon war das ja mal ganz gut. Und ja, haben wir uns drauf geeinigt, ich mach's weiter. Dann hat sie mir mal, sie kann auch nicht mehr so gut, sie ist auch fertig, weil sie hat heute den ganzen Tag was draußen, hat gefüttert. Und ja, sie hat mir da mal hier auf so, auf Google Earth halt am PC hat sie mir gezeigt, wo alles liegt. Ja, Maschinen soll ich mir jetzt selber mal angucken, was, wie es aussieht. Und dann hat sie gesagt, dann soll ich zusehen, dass ich das hier halt übernehmen kann. Sie hat gesagt, du musst nicht immer kommen. Es reicht, wenn du einmal in der Woche oder also wenn halt viel Arbeit draußen ist, kommst. So, den Rest, so lange wie sie noch einigermaßen können, wollten sie das Füttern und so übernehmen. Und da hinten gibt es auch noch einen aus dem Dorf, ich weiß aber gerade nicht, wie der heißt, und der wollte dann noch helfen. Dann beim Füttern, das heißt, dass ich meinen Hauptbetrieb erstmal weitermachen kann und ja, das soll dann auch erstmal nur eine Notlösung sein. Ja, und fuhrparktechnisch hat sie gesagt, haben sie was gemacht. Ja, ich sehe es. Der ist neu, den Wagen, den hatten sie, glaube ich, da schon. Ja, die haben halt von Stamm gemacht. Die Maschinen rübergebracht. Ja, ich glaube, den Schwader, den haben sie hier, haben sie auch schon gehabt. Ja, oh, schönen TX34 mit Allrad, glaube ich sogar hat er. Naja, der ist ja hier für die Region genau richtig, ne? Schneidwerk, noch so ein Waren. Mensch, da hat er ja echt investiert. Hier hat er ja, hat sich nicht lumpen lassen. Also das ist gescheite Technik, was er hier hat. So, dann habe ich gesehen, da unten im Stall steht noch ein IHC. Ja, 35 Kühe im Moment. Und das Problem ist, sie haben letztes Jahr haben sie es halt nicht geschafft, weil ja
Aus gesundheitlichen Gründen und auch aus Wettergründen haben sie es halt nicht geschafft, genug Futter zu machen. Das heißt, sie haben jetzt auch immer was dabei gekauft, weil sie hatten überhaupt nichts mehr. Das heißt, wir haben müssen jetzt auch wieder was noch kaufen für ein paar Wochen und dann müssen wir halt sehen, dass wir halt beim ersten Schnitt immer mal halt alles machen. Das Einzige, was wir noch haben, ist ein bisschen Stroh, aber das macht ja auch nicht fett. Und wir müssen sehen, dass wir Futter reinkriegen, wenn wir jetzt hier anfangen. Und ich habe jetzt auch schon mal mit daheim telefoniert, also da ist heute Nacht alles gut verlaufen. Und ja, da hat es geregnet, das heißt, ich kann hier erstmal 2, 3 Tage intensiv, also ja, mal 2 Tage hier bleiben und kann was machen. Meine Frau, die kommt nachher auch noch hierher mit ihrem Auto und ja, die wollte halt bei mir sein, der wieder so ist. Ja, und dann hat sie mir gezeigt, also die Ecke hier gehört zu ihnen. So 2 Acker Wiese, damit ich mal so weiß, mit der Gegend vertraut werde. Ich bin ja hier auch noch nie gewesen und ja, ich, na, wie gesagt, ich finde es auch schade, dass sie halt nicht mehr alleine weitermachen können. Ich habe daheim eigentlich genug Arbeit, aber ich habe ihnen gesagt, für dieses Jahr helfe ich ihnen auf jeden Fall. Und sie können halt weiter noch Ausschau halten für einen, der es macht. Vielleicht mache ich es auch dann irgendwann ganz, wenn es klappt oder so. Mal gucken. Ja, dann gehört ihnen die Ecke hier. Gerste. Ja. Leer. Naja. Die Ecke gehört ihnen, da hinten die Ecke gehört ihnen auch. Ach, und was ich sagen soll, die sind auch wieder Bio, ne? Also sie haben ja hier dann einen Biobetrieb damals gekauft. Und ja, das Gute ist, ich muss mich nicht noch mehr verschulden, um das dann hier zu kaufen. Ich kann das erstmal so weiterführen. Und sie haben auch gesagt, wenn es gut läuft, kriege ich dann auch natürlich, also erst ich werde es auch umsonst machen. Das ist klar, das ist Familie und das geht immer vor. Aber wenn es gut läuft, kriege ich dann ein bisschen noch Geld hierfür. Dann kann ich da ja noch ein paar Schulden bezahlen. Davon, oh, ja, hier die Wiese gehört Ihnen auch. Ja, das Stück auch da oben. Und dann haben sie eine ganz gefährliche Ecke. Das ist die da, die gehört Ihnen auch. Ja, was jetzt gemacht werden soll, ich soll dann nachher noch ran. Am besten, wenn es nachher gleich klappt. Ja, noch ein bisschen Wiesen schleppen, damit man dann nochmal die Grasnarbe ein bisschen auffrischen, ne? Ja, das soll gemacht werden. Dann soll ich noch bei den Nachbarbauern fahren, soll noch ein bisschen Silo-Rundballen holen, also Silageballen holen und Rundballen. So noch ein paar holen, Anhänger voll, damit es reicht bis zum ersten Schnitt. Dann muss man ja mal gucken, was wir beim ersten Schnitt machen, damit wir auch gleich was verfüttern können. Am besten ein bisschen Heu, dann habe ich schon mal was. Klar, so frisches Heu ist nicht so gut, aber mal gucken. Kann ja gucken, ich kann ja auch frisches Heu machen, kann das dann an den, kann das sagen, 10 Ballen oder so, gebe ich dann ihm frisches Heu und ich kriege dann noch ein bisschen älteres wieder, weil so ganz frisches Heu ist ja für die Tiere nicht gut. Ja, mal gucken. Oder ich kaufe dann noch was dazu und wir behalten das frische Heu und wir machen dann auch noch dann Silo was von den Eckenwiesen, die sie haben. Naja, wie gesagt, dann muss ich auch noch die Tage, also das Unkraut ist, das erste Unkraut ist schon aufgelaufen und das soll dann alles nochmal gestriegelt werden. Ja, das war so der Plan. Dann letztes Jahr haben sie halt geschafft, alles zu sehen. Das ist gut. Ja, dann, also wie gesagt, hier, die hier haben sie gekauft. Damit soll ich dann die Wiesen alle nochmal schön durchlüften. Also nicht striegeln, also wie das ist ja Art wie Schleppe mit Nachsaatgerät, alles dran, ne? Ja, dann Striegel, der steht hier auch irgendwo, den habe ich auch gesehen eben noch. Aber ich glaube, hier drin steht auch noch was, ja. Genau, hier steht der Beinwagen, da steht der Striegel. Ja, den soll ich dann nehmen und dann soll das Getreide noch striegeln. Blind gestriegelt, haben sie da letztes Jahr im Herbst gemacht. Ja, Mähwerke wurden mir gezeigt, stehen hier.
Dann hier hinten ist noch so eine Werkstatt. Ja, dann da unten in dem Stall, da steht noch der IHC mit einem Futtermischwagen. Ja, bisschen da hinten in der Rundbogenhalle soll auch angeblich noch ein bisschen Stroh stehen. Stroh und auch noch ein bisschen Heu hatten sie auch noch da. Ja, hier wollte ich dann Ballen lagern am besten, habe ich mir gedacht. Wir gehen ja easy mal 30 Heuballen hin. Ja, gucken, wie wir es anstellen. Ja, liebe Leute, ich muss mir da noch was zerbrechen drüber. Ich denke mal, ich fange nachher, also erstmal will ich noch was essen, ich habe Hunger. Fange ich nachher an, ja. Das, ja, noch ein bisschen anfangen, die Wiesen zu schleppen, also nachsehen, ne? Ja, und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Die nächste Folge wird dann definitiv wieder hier stattfinden. Und dann die übernächste wieder hier. Wir machen das halt immer mal abwechseln und ein bisschen halt mit Story verpackt. So, ich hoffe, die bisschen Lava-Ritus-Folge hat euch gefallen. Ich denke mal, es ist mal eine geile Abwechslung. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Janni. Ciao.